Mein Name ist Jens Meiser, ich bin 42 Jahre, habe zwei Kinder, lebe hier im Zollernalbkreis. Ich betreibe das Unternehmen Nokma Technische Textilien. Wir sind ein Entwickler und Produzent von textilen Werkstoffkombinationen sozusagen. Hier in Albstadt sind wir lokalisiert und produzieren mit circa 50 Leuten im Dreischichtbetrieb diese Produkte. In der Tat haben wir bei Nokma Technische Textilien einen enorm hohen Energiebedarf, weil wir tatsächlich auch Produkte fertigen und wir sind an einer Wertschöpfungsstufe, wo über energiechemische Prozesse angetriggert werden. Und die Sorge ist dann natürlich sehr hoch, beziehungsweise der Handlungsdruck in dieser Form für uns. Das treibt uns dazu, verschiedene Maßnahmen in Angriff zu nehmen, die wir im Übrigen aber schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten vollziehen, Stück für Stück, da letzten Endes Energieeinsparung für uns schon immer ein Teil des kommerziellen Erfolgs auch ist. Ganz konkret heute haben wir drei Maßnahmen, die wir bereits seit mehr als 12 Monaten noch intensiviert verfolgen. Das eine ist natürlich Energie einsparen. Das nächste ist Erneuerbare weiter ausbauen. Und ein Notfallkonzept, was wir in der Schublade haben, ist eben einen Fuel Switch vorzubereiten, wo ich aber zum heutigen Stand sagen kann, dass das die nächsten Monate vermutlich nicht interessant sein wird. Fuel Switch bedeutet für uns, wir sind ein Hochverbraucher von Gas, also wir verwenden mehrere Millionen Kilowattstunden Gas in der Tat pro Jahr. Das tun wir nicht aus böser Absicht, weil wir hier ein petrochemisches Produkt verfeuern möchten, sondern das tun wir letzten Endes aus einem Gedanken höchster Effizienz. Wir kommen von einer Stufe, wo wir Öl letzten Endes zur Prozessenergie verarbeitet haben, haben uns aber vor 2,5 Jahren dazu entschieden, ein ökologisch sehr sinnvolles Gaskraftwerk zur Prozesswärmeerzeugung zu bauen und wandeln dieses Gas in Prozesswärme, die in die Produktion fließt, letzten Endes um. Hier sind wir dann auch heute genau am Problem. Zum einen ist die Kostensituation im Gas nach wie vor erschreckend. Zwar sind die Gaspreise wieder etwas zurückgekommen von irgendwo 350, 400 € die Megawattstunde auf jetzt knapp über 100 € die Megawattstunde. Wir liegen hier aber immer noch beim 8- bis 10-fachen Faktor, wie wir langfristig diese Produkte eingekauft haben. Und genau dort setzen wir an. Wir müssen dieses Primärmedium reduzieren im Verbrauch und noch effizienter werden. Selbstverständlich können wir unseren Footprint dort weiter reduzieren. Im elektrischen Bereich, also im Strombereich, haben wir das schon vor einigen Jahren gemacht durch zwei Maßnahmen. Zum einen produzieren wir heute bereits Strom über eine große Photovoltaikanlage, schon seit dem Jahr 2009. Wir haben aber auch zusätzlich den Fremdbezug, den wir benötigen, kaufen wir seit etwa 5 Jahren als Wasserkraftstrom, Grünstrom ein. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir in dieser Form vor, dass wir unser Photovoltaikkraftwerk hier am Standort deutlich nochmal erweitern, so dass wir etwa 0,3 Megawattstunden erzeugen. Dennoch muss ich Ihnen sagen, im Industriemaßstab ist das natürlich nur ein gewisser Tropfen auf den heißen Stein. Also alles, was wir hier vor Ort regenerativ selbst erzeugen können, das kann in unserem Strombereich maximal 4-5% ersetzen des Stroms, den wir beziehen. Und das führt mich auch zu dieser Antwort, dass ich sagen muss, zu 100% können wir unsere Energiebedarfe nicht regenerativ erzeugen, hier am Standort, hier vor Ort, also was wir selber in der Hand haben. Das geht letzten Endes nur mit Bezug. Und Bezug bedeutet letzten Endes, es muss an einer anderen Stelle erzeugt werden. Im Strom ist das relativ einfach. Im Gasbereich, da wir dieses Gas als Energie zur Prozesswärme benutzen, ist es nicht ganz so einfach. Insgesamt muss ich schon zum Ausdruck bringen, dass der Energiebedarf in gewissen industriellen Wertschöpfungsprozessen so hoch ist, dass sie den nicht lokal vor Ort mit erneuerbaren Energien, zum Beispiel durch ein paar Photovoltaikmodule oder ähnliches, ersetzen können. Da muss man schon ehrlich sein und sich das auch vorstellen. Dort werden so große Energiemengen verbraucht, dass das nur in Verbunden stattfinden kann. Und dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also im Strom ist es ja einfacher, weil Strom leichter transportiert werden kann. Das kann Wind, das kann Sonnenstrom sein in dieser Form. Es gibt aber auch noch andere Ansatzpunkte, zum Beispiel die Lastspitzen zu reduzieren. Weil wir müssen uns mal vorstellen, in unserem Land halten wir 50% aller Kraftwerke für Strom nur vor, um die Lastspitzen abzudecken. Das heißt, prinzipiell laufen die anderen 50% Kraftwerke, werden gar nicht gebraucht. Die sind nur da, wenn wir alle gleichzeitig die Maschinen und die Herde und die Lichter einschalten. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, den wir sehen, der sehr einfach wäre zu verbessern über Batteriespeicher, aber auch über Lastmanagement, über Lastabwurf, den man in der Industrie realisieren kann und was wir im Übrigen auch schon seit 10, 12 Jahren tun und sehr erfolgreich machen.
aber das ist auch ein bisschen der Antrieb, den man als Unternehmer hat, Ressourcen einzusetzen. Wir verbrauchen Ressourcen und wir sind uns sehr bewusst, dass wir viele Ressourcen verbrauchen und das muss man effizient tun. Die Frage der Einsparung ist völlig legitim. Das kommt darauf an, wie viel hatte man schon getan. Ich war selbst der Meinung, wir hätten schon sehr viel getan. Aber in der Tat haben wir es in den letzten 12 Monaten aufgrund dieser enormen Drucksituation geschafft, weitere 4% Gas pro Produktionseinheit einzusparen und 1% elektrischen Strom. Das klingt im ersten Moment nicht als sehr große Zahlen, aber für mich ist es doch erschreckend, zumal wenn ich mir vorstelle, das habe ich jetzt zum Beispiel 10 Jahre lang verschwendet, ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Wie konnte man das umsetzen? Das Umsetzen geht effektiv nur mit neuem Denken. Also Sie müssen einen Schritt zurücktreten, Sie müssen die Scheuklappen ablegen und Sie dürfen nicht immer gleich verzweifeln und sagen, das geht nicht, sondern Sie müssen sagen, das ist möglich. Und dann finden Sie eine Vielzahl von Ansätzen, von Prozesszyklen, Prozessen zu verändern, Zykluszeiten zu verändern, Schichtsysteme zu verändern, aber auch ganz banale Dinge, dass Sie natürlich Temperaturbereiche in Prozessen ändern. Dass sie aber auch, jetzt komme ich zu den wirklich kleinen Faktoren bei uns, in Durchgangsfluren nur noch Präsenzmelder haben, die kürzer die Beleuchtung anhaben oder Kaffeemaschinen, die nicht 24 Stunden durchlaufen. Wie gesagt, das sind die kleineren Dinge. Das Wichtige ist am Produktionsstream letzten Endes und dort ist immer etwas möglich, definitiv. Energiesparen darf man nicht als einen Verzicht, also etwas Negatives sehen, sondern eigentlich muss man zu dem Punkt kommen, Energiesparen ist eine Challenge, ist ein Sport, ist wirklich was Positives, was man erleben kann, weil wir alle gemeinsam an den verschiedenen Stufen, ob es im Privatleben zu Hause ist, dadurch, dass wir vielleicht die Temperatur doch um ein halbes Grad oder ein Grad absenken, bis zum Industrieprozess, bis zum Transport, Mobilität, wir alle können dazu beitragen, Energie effizienter zu nutzen und dabei gar keinen Verzicht zu haben, sondern einen Erfolg zu verspüren. Und ich denke, so müssen wir das auch für die Zukunft sehen, also sportlich das Ganze sehen und nicht als negative Einschränkung.